Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr werdet das Setting erkennen. Ich drehe dieses Video direkt im Anschluss an meinen Lesemonat Mai, weil ich einfach gerade Zeit dazu habe und auch Lust dazu habe. Ja, und wir haben heute viele Bücher zu besprechen, deswegen zeige ich euch die jetzt direkt. Wir starten mit den Büchern, die ich abseits von der LitBlockCon erhalten habe, durch entweder ja, als Rezi-Exemplar oder von Tauschticket und so weiter und so fort. Und zwar zeige ich euch als erstes vier Bücher, die mich vorgestern erreicht haben mit der Post. Und ich liebe ja, Pakete zu kriegen, ich liebe das. Und ja, da hat mir das Auspacken einfach noch viel mehr Spaß gemacht als bei allen anderen Dingen der Welt. Und zwar sind es Manga, einmal Rainbow Days 2 und 3 und A Silent Voice 2 und 3. Ich habe von beiden ja den ersten Band gelesen und habe mich dazu entschieden, die Geschichte weiter zu verfolgen. Und deswegen sind die jetzt nun mal bei mir eingezogen. Den ersten, also dieses Exemplar von Rainbow Days, den zweiten Teil, habe ich bereits heute gelesen, heute Morgen. Ich sage euch aber auch einfach noch nichts dazu. Ja, ich freue mich unheimlich, dass die jetzt bei mir eingezogen sind und ihr könnt dann bald mal meine Meinung dazu erwarten. Bei dem nächsten Buch wurde ich von Bienes Bücher ein bisschen angesteckt. Und zwar erzählt sie ja häufig von Shakespeare, zuletzt in ihrem Klassiker-Video, das ich euch auch nochmal unten verlinken kann. Und ich habe beschlossen, mich auch mal an Shakespeare zu wagen, denn das ist ein Bereich, den ich bisher sehr gemieden habe. Und ich wollte auf jeden Fall eine zweisprachige Ausgabe haben, weil ich zum einen, ich war mir sicher, dass ich das Englisch nicht verstehen werde. Ich wollte aber auch nicht komplett alles auf Deutsch haben. Und deswegen habe ich mir so eine tolle englisch-deutsche Ausgabe von Tauschticket für ein Ticket geholt. Und zwar ist das Othello. Ich wollte eigentlich erstmal Hamlet lesen, aber das hatten die gerade nicht da. Und deswegen habe ich mir einfach Othello bestellt. Es ist angekommen, es ist jetzt nicht in einem komplett neuen Zustand, aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Es sieht völlig passabel aus, also keine fiesen Knicke oder Risse oder sowas. Und ja, Othello. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt darauf, weil, ja, wie gesagt, von Shakespeare habe ich bis jetzt noch kein komplettes Stück gelesen. Schande über mein Haupt. Und ja, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ändern. Als nächstes wieder ein Buch von Tauschticket. Diesmal ist Anne von Literaturlärm schuld. Auch ihren Kanal kann ich euch unten verlinken. Denn es geht um die Stunden von Michael Cunningham. Ich habe früher schon von diesem Buch viel gehört. Wurde ja auch verfilmt. Ich habe den Film allerdings noch nie gesehen. Und es handelt ja von Virginia Woolf, zu der ich gleich auch nochmal komme. Und ich finde Virginia Woolf einfach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, von der ich auch noch mehr lesen möchte. Und da es in diesem Buch ja viel um sie geht, dachte ich, das wäre doch mal eine gute Möglichkeit. Und Anne fand das Buch auch ziemlich gut. Dann muss es mir ja gefallen. Ich habe es bei Tauschticket auch für ein Ticket bekommen. Leider ist es ein bisschen, also es stand da auch, aber ich habe es einfach nicht so, ich habe es nicht so erwartet, wie es dann ankam. Also der Buchschnitt hier oben ist schon ziemlich fleckig und ich frage mich halt, was das für Flecken sind und ich will es aber irgendwie auch auf der anderen Seite gar nicht so gerne wissen. Naja, ansonsten ist das Buch in einem ganz guten Zustand und ja, ich weiß noch nicht, wann ich es lese, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss jetzt mal in mein Regal einziehen und jetzt ist es hier. Sehr passend dazu war ich letztens mal wieder im offenen Bücherschrank. Bei uns ist das so ein richtiger Schrank, den man auf und zu machen kann, also wie ein Kleiderschrank, deswegen bin ich dann immer im Bücherschrank. Und ich habe da eine deutsche Ausgabe von Mrs. Dalloway von Virginia Woolf gefunden. Ich habe das Buch ja schon auf Englisch gelesen, hatte mir allerdings damals schon vorgenommen, das irgendwann auch nochmal auf Deutsch zu lesen, weil man wirklich nicht alles so hundertprozentig verstanden hat. Und ja, jetzt habe ich eine Hardcover-Ausgabe. Naja, der Schutzumschlag ist jetzt nicht der allerschönste, aber unten drunter ist es ziemlich hübsch und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt für umsonst aus dem offenen Bücherschrank mitnehmen konnte. Und während dieser Aktion habe ich auch noch ein weiteres Buch entdeckt, von dem ich schon viel gehört habe, jedenfalls von dem Autor habe ich schon viel gehört, und zwar von Joachim Meyerhoff. Ich habe jetzt Alle Toten fliegen hoch Amerika
Das sieht komplett ungelesen und neu aus. Stand wahrscheinlich nur bei irgendwem 1000 Jahre lang im Regal. Und jetzt habe ich es hier zu Hause und ich wollte sowieso mal was von Joachim Meyerhoff lesen. Und ja, jetzt habe ich ein Buch da. Ich wollte einfach mal gerne von euch wissen, habt ihr das gelesen und wie fandet ihr das so? Und ja, motiviert mich mal, das zu lesen. Ja, das waren meine Neuzugänge außerhalb der Blockcon. Ich habe noch mehr bei Tauschticket bestellt, deswegen kommt diesen Monat eigentlich noch mehr von Tauschticket, aber meine Seite ist schon voll. Und das sieht dann so doof aus, wenn ich das da so hinquetschen muss, aber so ist es nun mal. Und jetzt zeige ich euch mal zuallererst, was in dem Beutel war, den alle Besucher der LitBlockCon erhalten haben. Es war dieser. Sind schon überall Katzenhaare dran, wie immer, wie bei allem, was in meiner Wohnung existiert. Den lege ich jetzt mal zur Seite. Ja, gestern war das gar nicht. Samstag war die LitBlockCon. Ich habe mich im Vorfeld mit Biene von Bienes Bücher getroffen. Wir sind noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Dann sind wir zusammen hingefahren, sind leider 5 Minuten zu spät gekommen und konnten deshalb schon nicht mehr an dem ersten Workshop teilnehmen, den wir uns vorgenommen hatten, einfach weil er direkt voll war bzw. überfüllt war. Aber das war gar nicht so schlimm. Wir haben uns dann erstmal mit Kaffee und Kuchen unten ins Foyer gesetzt und einigen Leuten Hallo gesagt, zum Beispiel Mona von Bücherwunder und Sarah von Bookmarkt und Ick von Buchgeschichten und super viele andere Leute noch. Es hat mich super gefreut, die alle mal wiederzusehen oder auch zum ersten Mal zu treffen. Und ja, wir haben dann direkt diesen Beutel bekommen und da waren unheimlich viele Sachen drin, was man dann auch erst zu Hause bemerkt hat, als man sich die Sachen mal im Einzelnen angeguckt hat. Unter anderem war da nämlich auch der Tee drin, den ich gerade trinke. Das ist ein grüner Tee Sencha von Herbaria. Da waren so 3 Herbaria-Tees dabei und auch mega viel Schokolade von Lindt, was ich ja abgöttisch liebe. Und das war wirklich eine willkommene Überraschung. Ich habe auch schon 2 Schokoladensachen aufgegessen und der Rest verweilt im Kühlschrank und wartet darauf, bis ich wieder einen Schokoladenanfall bekomme. Das zeige ich euch jetzt mal nicht, sondern ich zeige euch jetzt erstmal das, was bei jedem in diesem Beutel drin war. Das habt ihr dann vielleicht auch schon bei anderen Leuten gesehen. Und zwar waren da auch so einige Gimmicks drin, zum Beispiel dieses kleine Notizbuch von Räder, was ich ziemlich niedlich finde. Das hat vorne so einen altmodischen Verschluss, das mag ich voll gerne. Wie rum war das jetzt noch? Wie rum darum? So, man sieht es gar nicht, ne? So kann man das zumachen. Vorführeffekt. So kann man das zumachen. Finde ich super süß. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Notizblock oder so, Notizzettel, aber es ist tatsächlich ein Büchlein mit, mit einem gebundenen kleinen Büchlein drin, mit blauen und weißen Seiten. Ich weiß noch nicht, wofür ich das verwenden werde, mal sehen, aber es befindet sich jetzt erstmal in meinem Besitz. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Auch eine Sache, über die ich mich sehr gefreut habe, ist dieser Kalender von Dumont. Und zwar ist das ein Taschenkalender für 2018. Also das dauert ja noch so ein bisschen, bis das Jahr beginnt. Aber ich finde es total cool, schon einen Kalender dafür zu haben. Vor allem, weil ich ja ab nächstem Jahr nicht mehr studiere und deshalb auch nicht mehr so einen großen Kalender brauche. Und dieser hat für jeden Tag so eine kleine Spalte und unten noch Platz für Notizen. Das reicht mir dann vollkommen aus, denke ich mal. Und ja, ich freue mich schon, den zu benutzen. Der ist nämlich echt richtig hübsch. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Dann war da ein Roman von Diogenes drin und ich habe weder von dem Buch noch von der Autorin jemals was gehört. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Und zwar von Anna Stothart, Museum der Erinnerung. Das ist irgendeine Berlin-Geschichte. Es geht irgendwie um eine Frau und eine Beziehung, aber auch ein bisschen hat es mit Manipulation und mit Rache zu tun. Und ja, also es klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich bin ja nicht so der klassische Liebesromanleser, aber ich glaube, diese Variante wird mir schon ganz gut gefallen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Dann war etwas dabei von Community Editions. Das ist ja dieser Verlag, der sich so auf Social Media Größen konzentriert. Und zwar hat der ein Buch über Liebe rausgebracht. Alles über Liebe von Faktastisch. Das kennt man ja auch so von Facebook und so weiter. Ich habe da noch überhaupt nicht reingeguckt.
Und es erinnert mich sehr stark an diese Bücher Unnützes Wissen. Allerdings ist hier ein bisschen mehr Text und auch Quellen zu den jeweiligen Fakten. Das finde ich ja ganz gut. Und ja, mal schauen. Das werden wir hier wahrscheinlich irgendwo in der Wohnung rumliegen haben und immer mal wieder reingucken. Dann war ein Buch drin, das viele sehr, sehr gefreut hat. Ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde. Ich werde es wahrscheinlich entweder verschenken oder vielleicht doch mal ausprobieren. Man soll ja seinen Horizont erweitern. Und zwar geht es um Das Leben fällt, wohin es will von Petra Hülsmann, die auch selber einen Workshop gegeben hat. Ich bin allerdings nicht da gewesen. Ich erzähle euch gleich noch mal ein bisschen, welche Workshops wir besucht haben. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht kriegt meine Mutter das oder meine Freundin. Mal schauen. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Es ist allerdings so ein Liebesroman, wahrscheinlich locker flockig. Und das ist ja nicht so mein Ding. Deswegen ja, wird das wahrscheinlich verschenkt. Und auch das letzte Buch, das in diesem Beutel war, da bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher, was ich damit anfangen soll, weil das auch ein Genre ist, was mich so gar nicht interessiert, leider. Und es geht um Milchschaumschläger von Moritz Nethin-Jakob. Da steht drunter ein Kaffee-Roman und es geht halt um einen Mann, der mit seiner Frau einen Kaffee eröffnet und denkt, jetzt wird alles gut und in Wirklichkeit wird jetzt alles chaotisch. Ist von einem Komiker geschrieben oder einem Satiriker und ich bin da eigentlich überhaupt nicht für. Also ich lese ja nie so lustige Bücher und ja, ich werde wahrscheinlich mal reinlesen und wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich es ebenfalls verschenken oder vertauschen. Mal schauen. Ja, das waren so die tollsten Sachen aus diesem Beutel. Allerdings gab es ja natürlich auch auf der LitBlockCon einige Stände von verschiedenen Verlagen, die auch zum Beispiel Leseexemplare rausgegeben haben und Hörproben und Leseproben. Und ja, da konnten wir auch noch einiges absahnen, worüber ich mich mega gefreut habe. Im Zuge dessen erzähle ich euch jetzt auch mal kurz, was wir uns so angeschaut haben. Und zwar haben wir ja, wie gesagt, den ersten Slot verpasst. Da in der Zeit haben wir dann gemütlich Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Das war sehr nett. Haben uns noch mit ein paar Bloggerinnen angefreundet, die wir gar nicht kannten vorher. Wir sind einfach ins Gespräch gekommen und haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Es war richtig nett und locker. Ich habe mich richtig gefreut, dass das alles so ungezwungen ablief. Ja, war einfach eine richtig nette Atmosphäre. Dann sind wir in einen Workshop gegangen über die Herstellung, genau. Ich werde euch dann hier nochmal einblenden, wer den gegeben hat und wie der genau hieß, weil ich habe es ja nicht so mit Namen. Und genau, da haben wir nämlich von einer Kiwi-Mitarbeiterin, einer Herstellerin erfahren, wie sie so arbeitet in der Herstellung, worauf sie achten muss, was Hersteller überhaupt machen. Und vieles davon wusste ich zwar schon aus meinen Praktika, aber es war irgendwie ganz nett, das auch nochmal von anderen Verlagen so mitzubekommen. Und was ich auch sehr interessant fand, sie hat dann auch Beispiele mitgebracht, sie hat Umbruchkorrekturblätter mitgebracht und verschiedene Andrucke mitgebracht von verschiedenen Farben, die wir uns dann alle anschauen durften. Also es war schon ziemlich cool, hat mich gefreut, dass ich da mit Biene hingegangen bin. Der nächste Workshop, zu dem wir gegangen sind, war es war ein Hörbuch-Workshop. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von welchem Verlag der war. Von Diogenes? Ich weiß nicht, ob ich gerade Blödsinn rede. Auf jeden Fall war das auch super cool und interessant. Die Mitarbeiterin hat uns sehr viele Beispiele vorgespielt von verschiedenen Sprechern, welche Vor- und Nachteile diese Sprecher haben, für welche Art Buch diese Sprecher verwendet werden, herangezogen werden. Und auch das war wieder total locker erzählt und mit viel Motivation und Enthusiasmus rübergebracht. Es hat auch viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Und da habe ich mir auch zwei Hörproben mitgenommen. Einmal von Emanuel Bergmann, Der Trick. Das Buch hat man ja von einem halben Jahr oder so sehr viel auf BookTube gesehen. Und ich bin nicht so mega für so Zirkusgeschichten und Zaubereigeschichten. Deswegen habe ich es mir damals nicht geholt, aber ich dachte, eine Hörprobe kann nicht schaden. Und außerdem lag da noch
ein Hörbuch oder eine Hörprobe von deutscher Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und weil ich finde, man kann nie genug über deutsche Geschichte wissen, besonders weil ich da sowieso ziemlich ungebildet bin in der Richtung, dachte ich, nehme ich das auch mal mit. Und ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das irgendwie eine Hörprobe ist, weil das steht hier nirgends, oder ob das ein ganzes Kapitel ist, ein ganzes Buch, ich weiß es nicht. Werde mich mal überraschen lassen. Vielleicht höre ich das heute Abend, wenn ich zum Reiten fahre. Ja, das haben wir auf jeden Fall von diesem Workshop mitnehmen dürfen. Dann gab es eine Pause. In der Pause gab es auch wieder reichlich zu essen und Kuchen und Kaffee und Bionade und alles Mögliche. Wir haben mit vielen Leuten geredet, die ich vorher nicht kannte. Wir haben lustig Fotos gemacht. Ich habe persönlich überhaupt fast gar keine Fotos gemacht. Ich glaube 2 oder 3 vielleicht, weil ich meine Kamera gar nicht mit hatte. Ich nehme ja auf solche Treffen Kameras nicht gerne mit, weil ich einfach viel zu abgelenkt bin, um mich da aufs Drehen oder aufs Fotos machen zu konzentrieren. Das überlasse ich dann lieber den anderen. Und ja, ist natürlich ein bisschen schade immer im Nachhinein, wenn man gar keine Fotos hat, aber die anderen haben so viele gemacht, dass ich da bestimmt welche abknapsen kann. Der nächste Workshop hat mich am allermeisten interessiert und ich bin überfroh, dass wir da reingekommen sind. Und zwar ging es da um dieses wunderschöne Buch, Nachts ist es leise in Teheran von Shaida Basyar. Die Autorin hat selber aus dem Buch vorgelesen, sie hat im Nachhinein Fragen beantwortet und viel davon erzählt, wie das Buch entstanden ist und wie ihr Studium war und wie das so ist als Debütautorin in Deutschland. Die Autorin war einem direkt super sympathisch und sehr nah, also gar nicht irgendwie, wie man sich das oft vorstellt, wenn jemand als Debütautorin so gefeiert wird, dass man denkt, die sind jetzt ziemlich abgehoben und so weiter. Überhaupt nicht. Ja, und sie hat uns sogar ein Exemplar signiert. Ich bin sehr, sehr froh darüber, denn ich habe das Buch schon länger auf dem Schirm gehabt, war mir aber nie so sicher, ob ich das jetzt wirklich lesen möchte. Ja, und also was sie da vorgelesen hat, war einfach super interessant und ich bin sehr, sehr froh, dass dieses Buch jetzt in meinem Regal steht. Das ist quasi meine Lieblingserrungenschaft von diesem Tag. Eine Situation, die für ein paar Lacher gesorgt hat, war die Sache mit den Powerbanks. Und zwar gab es auf der LitBlockCon so einen Korb mit Powerbanks drin, kleinen süßen Powerbanks. Und da stand dann dran, ja, kann man sich einfach nehmen, wenn das Handy alle ist oder zu leer ist und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde eine Durchsage gemacht, dass man die doch behalten könnte, man müsste die nicht leer zurückgeben. Und daraufhin haben sich natürlich alle so eine tolle Powerbank geschnappt. Und auch mir hat sie schon gute Dienste erwiesen, die hält für ungefähr eine Aufladung. Und ist super leicht, also sehr praktisch in Kombination mit meiner fetten Powerbank, die ja irgendwie 10 Aufladungen machen kann, aber auch dafür 5 Kilo wiegt. Und ja, fand ich ein sehr, sehr schönes kleines Gimmick, das wir da noch mitbekommen haben. Und als letzten Workshop haben wir uns etwas angeschaut, was eigentlich nicht so auf meinem Schirm war. Also Biene wollte da gerne hin, ich bin dann mitgegangen, weil ich dachte, kann nicht schaden. Besser als wenn ich unten alleine rumsitze. Und im Endeffekt hat es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es ging nämlich um den Workshop mit Rebecca Gablet, die ja historische Romane schreibt und auch schon sehr viel Erfahrung daran hat. Ich bin ja nicht unbedingt die Leserin von historischen Romanen, das ist eher die Ausnahme bei mir. Aber was sie da erzählt hat, konnte mich wirklich begeistern. Sie hat uns erzählt, wie sie recherchiert, dass sie auch ab und zu an die Orte fährt, über die sie schreibt, wie viel sie über die historischen Figuren recherchiert, die sie in ihren Romanen verarbeitet. Und also man hat einfach unheimlich viel über ihre Arbeitsweise erfahren und es war sehr interessant. Hat mir sehr gut gefallen und sie war auch sehr sympathisch und locker und ja, sie hat auch noch viele Fragen beantwortet. Es entbrannte dann noch so eine kleine Diskussion über Amazon, die gar nichts mit ihr oder dem Buch zu tun hatte, aber davon sind wir dann auch später schnell abgedriftet. Ja, ich hatte einen sehr schönen Eindruck von dem Workshop und als wir dann am Ende der LitBlockCon noch kurz Tschüss gesagt haben und bei den Verlagsständen standen, wurde uns gesagt, wir können uns doch noch die paar Sachen mitnehmen, die hier liegen. Oder wir haben gefragt, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Und dann lag da unter anderem auch dieses Buch. Und ich habe gesagt, oh, darf ich das bitte haben? Und ich durfte es haben. Und ich bin so froh darüber, denn es geht um eine deutsche Königin, um Königin Adelheid. Und es spielt im Jahre 951. Und das ist eine Zeit, aus der ich noch nicht wirklich was gelesen habe, glaube ich. Und auch weil es deutsche Geschichte ist und weil es ja auch um historisch akkurate Figuren geht teilweise, hat mich das sehr interessiert. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das jetzt habe. Und wenn ich es ausgelesen habe, wird meine Mama das bestimmt auch noch ganz gerne lesen. Ja. Neben dem Gablet-Buch haben wir dann auch noch in die Diogenes-Kiste schauen dürfen. Und da lag noch eine Erzählung von John Irving, und zwar die Pension Grillparzer. Eine Bärengeschichte, ist ein sehr, sehr dünnes Büchlein, hat auch nur so 50 Seiten oder so. Und ich habe das Buch tatsächlich schon gelesen, denn ich habe es auf der Rückfahrt, also im Zug, gelesen. Ja, darüber erzähle ich euch dann was in meinem nächsten Lesemonat. Jetzt haben wir noch zwei Sachen hier liegen. Einmal eine Leseprobe von Palast der Finsternis von Stefan Bachmann. Ich bin ja nicht unbedingt der allergrößte Fan von Leseproben, aber das Cover hat mich irgendwie angesprochen und ich dachte, es kann nicht schaden, da mal reinzulesen, weil Diogenes ja doch ziemlich gute Bücher macht und ich auch von Stefan Bachmann schon einiges gehört habe, auch wenn ich nichts von ihm gelesen habe. Ja, das existiert also jetzt auch bei mir. Und eine Sache, über die ich mich ebenfalls extrem gefreut habe, sind zwei Notizbücher. Ich bin ja Notizbuchverrückt, ich brauche immer wieder neue Notizbücher, auch wenn ich gar nichts zu notieren habe. Und zwar haben wir so, also Biene und ich haben zusammen so ein Set von drei dieser Notizbücher bekommen, Small, Medium und Large. Und wir haben dann Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, wer das Large bekommt, weil wir das beide ganz gerne haben wollten. Und ich habe gewonnen mit einem Stein und durfte dann auch das Small behalten, weil sie das gar nicht wollte. Und ja, jetzt habe ich ein Large und ein Small und es ist so in Leinen gebunden und richtig glattes Papier, und was ich auch cool finde, ist, dass man jede Seite raustrennen kann. Die sind also so vorgestanzt, vorgeriffelt. Ja, mal gucken, was ich da reinschreibe. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, zwei neue Notizbücher sind mal wieder bei mir eingezogen. So, und das waren jetzt alle Sachen, die ich bei der LitBlockCon bekommen habe. Natürlich noch ein bisschen was anderes, so Karten und ein Lesezeichen und ein Türhänger und alles Mögliche noch Papierenes, aber das sind jetzt so die festen Sachen, die wir bekommen haben. Und ich fand es einfach toll, dass wir alle so ungezwungen miteinander reden konnten, dass man auf alle einfach zugehen konnte, dass auch die Verlagsmitarbeiter alle super nett waren und freundlich waren. Und ja, es war eine tolle Atmosphäre. Ich glaube auch, dass ich nächstes Jahr wiederkommen werde. Nicht nur, um die Leute alle nochmal zu treffen, sondern auch, weil es mir sehr gut gefallen hat, wie die Workshops so gelaufen sind. Eine Sache, die natürlich ein bisschen doof war, ist, dass es natürlich eine begrenzte Anzahl für die Workshops gibt. Also eine begrenzte Personenanzahl ist ja klar. Man kann die Räume ja nicht bis zur Unendlichkeit mit Leuten vollpacken. Aber dadurch wurde das halt auch ein bisschen hetzig. Vielleicht muss man sich da nochmal was überlegen, aber ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, was man da ändern könnte. Ja, vielleicht einfach noch größere Räume benutzen, aber das ist natürlich auch nicht immer möglich. Okay, jetzt rede ich hier nur noch Blödsinn und deswegen höre ich jetzt auf mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas dazu zu sagen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, so viele Leute zu verlinken wie möglich, die ich da getroffen habe. Und ja, jetzt reicht's auch. Jetzt ist mein Tee auch schon fast kalt. Und jetzt muss ich erstmal diese ganzen Bücher wieder wegräumen. Okay, tschüss.